Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Vor 3 Wochen habe ich eine Folge gemacht zu logischen Problemen und das erste Beispiel hatte folgende Struktur. Ein weißer Hauptplan scheitert an einem Hindernis. Dieses Hindernis muss erst mit einem Vorplan aus dem Weg geräumt werden, dann funktioniert der Hauptplan. Eine Struktur, die man sehr häufig antrifft. Statt Haupt- und Vorplan gibt es auch die Begriffe Basisplan und Sicherungsplan, die werden euch im Problemschach auch relativ häufig begegnen. Die 3 Stücke, die ich heute ausgesucht habe, haben eine etwas andere gedankliche Struktur. Es gibt wieder einen Hauptplan und ein Hindernis, an dem dieser Hauptplan scheitert. Und das Hindernis wiederum könnte man mit einem Vorplan beseitigen. Der Vorplan allerdings scheitert nun seinerseits an einem Hindernis, so dass wir einen weiteren Vorplan brauchen. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Spiel könnte man natürlich auch noch weiter treiben. Klingt kompliziert, deshalb sehen wir uns direkt das erste Beispiel an. Ein Matt in 6 Zügen. Sehr schwer zu lösen, würde ich sagen, aber hoffentlich nicht so schwer zu verstehen. Der Hauptplan ist hier Läufer H7, es droht, Turm F7 Schach, König schlägt E6 und jetzt Läufer G8, ein stiller Zug. Deshalb ist dieser Hauptplan so schwer zu finden. Weiß droht im nächsten Zug den Abzug seines Turms nach F8 zum Beispiel. Und wenn Schwarz mit seinem König versucht, die Flucht anzutreten, dann ist der Mattzug eben Turm F4. Schwarz hat aber eine Verteidigung gegen die Drohung. Er spielt nämlich G3 und damit ist der schwarze Läufer eingeschaltet. Und wenn wir jetzt einfach weiterspielen, Turm F7 Schach, König schlägt E6, Läufer G8 und der König jetzt nach D5 geht, Turm F4 Schach, dann kann der schwarze Läufer auf E6 dazwischen ziehen und es gibt kein Matt. Wir sollten also versuchen, mit einem Vorplan den schwarzen Läufer von der Diagonale H3, C8 wegzulenken. Und das könnten wir machen mit Läufer D3. Das stellt nun eine sehr viel einfachere Drohung auf, nämlich Turm F7 Schach, König schlägt E6 und Läufer C4 Matt. Und die schwarze Verteidigung sieht jetzt so aus. Der schwarze Läufer zieht nach F1. Und man könnte meinen, damit ist Weiß am Ziel. Versuchen wir unseren Hauptplan. Läufer H7, aber weil der schwarze Läufer die H-Linie freigegeben hat, kommt nun ein neuer Verteidiger zum Zug. Turm H1, Turm F7 Schach, König schlägt E6, Läufer G8 und jetzt kann Schwarz spielen, Turm H8 und wir kommen nicht weiter. Also brauchen wir noch einen Vorplan zum Vorplan. Und der sieht so aus. Läufer C2. Die analoge Drohung. Turm F7 Schach, König schlägt E6 und Läufer B3 Matt. Die einzige schwarze Verteidigung ist Turm B1. Jetzt kommt Läufer D3 mit der Drohung Turm F7 Schach und so weiter. Schwarz muss spielen. Läufer F1. Jetzt kommt der Turm aber nicht mehr auf die H-Linie. Deshalb jetzt Läufer H7. Und wir können unseren Hauptplan in die Tat umsetzen. Das Einzige, was Schwarz noch hat, ist die schwache Verteidigung Läufer D3. Und dann kommt ganz einfach Läufer schlägt D3 und egal was Schwarz macht, es endet mit Turm F7 Schach, König schlägt E6 und Läufer C4
Matt. Das, was wir gerade gesehen haben, das nennt man gestaffelte Vorpläne und die sehen wir jetzt auch im nächsten Beispiel. Dieses Stück ist noch einmal 3 Züge länger, aber nicht unbedingt komplizierter. Der Hauptplan zumindest ist eindeutig einfacher. Springer schlägt A3 Schach, König A5, Läufer B4 und das Hindernis, an dem dieser Hauptplan scheitert, ist auch ganz leicht zu sehen, wenn wir spielen Springer A3 Schach, dann schlägt Schwarz diesen Springer einfach mit seiner Dame. Es wäre schön, wenn wir die Dame ablenken könnten und wir versuchen mal mit Turm D4 anzufangen. Das droht Turm D5 und wir möchten natürlich, dass Schwarz jetzt mit seiner Dame nach H1 zieht. Aber das macht er natürlich nicht. Schließlich kann er den Turm ganz einfach mit seinem Bauern schlagen. Also sollten wir diesen Bauern beseitigen. Und beginnen wir mal mit Springer schlägt E5. Das droht Turm B4 Schach, König A5 und Springer C4 Matt. Das Problem dabei, wenn der Springer auf E5 schlägt, dann ist zwar der schwarze Bauer beseitigt, aber damit ist die E-Linie auch geöffnet. Und Schwarz kann jetzt spielen Dame E1, fesselt den Springer und wir haben keine Fortsetzung mehr. Deshalb noch ein bisschen komplizierter. Springer E3, die Drohung ist genau die gleiche. Turm B4 Schach, König A5 und Springer C4 Matt. Schwarz kann sich verteidigen mit König A5. Jetzt kommt Läufer B4 Schach, König B5. Der Läufer zieht wieder zurück, diesmal nach E7. Es droht wieder Turm B4 Schach und so weiter. Deshalb noch einmal König A5. Jetzt Springer C4 Schach. Der König muss wieder nach B5. Und jetzt haben wir dieselbe Stellung auf dem Brett wie am Anfang im Diagramm. Nur, dass der weiße Läufer nicht mehr auf F8 steht, sondern auf E7. Und das macht einen großen Unterschied. Denn wenn wir jetzt spielen, Springer schlägt E5, dann kann Schwarz diesen Springer nicht mehr fesseln. Es bleibt nur König A5. Jetzt kommt Springer C4 Schach, König B5, der Bauer E5 ist verschwunden. Turm D4 droht Turm D5 matt. Die einzige Verteidigung, Dame H1 und jetzt geht endlich Springer schlägt A3 Schach, König A5 und Läufer B4 ist matt. Gestaffelte Vorpläne gibt es auch im Selbstmatt. Und dieses Stück hier wäre vielleicht sogar ein Kandidat zum Selberlösen. Also, wenn ihr Lust habt, dann haltet das Video mal an. Der Hauptplan ist Dame C7 und damit droht Weiß Dame C4 Schach und Schwarz müsste mit seinem C-Bauern matt setzen. Aber es gibt eine Parade. Schwarz spielt Dame B1 Schach und jetzt muss die weiße Dame nach C2 und es wird kein Selbstmatt mehr geben. Unser erster Vorplan ist dieser hier, Dame E7. Jetzt droht die Dame von der anderen Seite, nämlich Dame E4 Schach und jetzt müsste der F-Bauer matt setzen. Und Weiß hofft darauf, dass Schwarz sich gegen diese Drohung mit dem Zug Springer C3 verteidigt, denn der Springer würde die C-Linie zumachen
Und Weiß könnte fortsetzen, Dame C7 und müsste keine Angst mehr vor dem schwarzen Schach haben. Aber auch hier hat Schwarz etwas Besseres. Er zieht ganz einfach F4 und jetzt gibt es keinen Stein mehr, der auf E4 die Dame schlagen würde. Deshalb noch ein bisschen weiter ausgeholt. Dame H7. Das droht. Dame schlägt F5 Schach und dann Läufer schlägt F5 Matt. Was kann Schwarz dagegen machen? Er muss den Läufer von der Diagonale H3 F5 wegziehen und dafür gibt es nur ein Feld, nämlich F3. Jetzt kommt Dame E7, den F-Bauern zu ziehen. Das macht jetzt keinen Sinn mehr, weil ja immer noch der Läufer da wäre, der auf E4 Matt setzen würde. Deshalb einzige Verteidigung Springer C3 und jetzt funktioniert der Hauptplan. Dame C7. Schwarz hat keine Verteidigung mehr gegen Dame C4 Schach. B schlägt C4 Matt. Das war der Cliffhanger vom letzten Mal. Da ging es ja um Bahnungen. Der Schlüssel ist hier Bauer D6, es droht, Springer H8 Schach, König G8 und Läufer E7 Matt. Und Schwarz hat zwei Paraden. Er kann ziehen Turm H2, dann geht es weiter. Dame F2 Schach, nachdem der Turm für die Dame gebahnt hat, wird er jetzt zurückgeholt. Turm schlägt F2, aber dann auf F2 mit Matt geschlagen. Und die zweite Variante sieht ganz ähnlich aus. Auch Turm C8 ist eine Parade gegen die Drohung. Und jetzt folgt Dame C7 Schach. Turm schlägt C7, Turm schlägt C7, Matt. Das ist der neue Cliffhanger. Ein tolles Stück solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Kleiner Lösetipp: Weiß stellt mit jedem Zug eine einzügige Mattdrohung auf. Auflösung natürlich nächsten Freitag. Außerdem gibt es nächste Woche die letzte Folge aus meiner kleinen Serie zu den Schwalbe-Vorsitzenden. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.